Stuhlbein. Ja, heute mal, was ich schon mal gemacht habe am Audi, und zwar einen Scheibenwischermotor austauschen. Oh, jetzt stehe ich in der Sonne. Und ja, die Karre ist schön ordentlich dreckig. Funktioniert ja auch nicht mehr, deswegen sieht die Scheibe auch so wunderbar aus. Und naja, ich mache schon mal als erstes, dann zeige ich euch mal, wo das Problem liegt. So, das tue ich mal so lange da hinlegen. Und zwar, jetzt muss ich blind filmen, weil ich nichts sehe bei dem Sonnenstand. Man sieht, das Röhrchen, was da drin ist, ist kaputt gebrochen. Ja, da sieht man die Ecke, die da weg ist. Vielleicht stellt sich auch noch mal scharf. Na, ich hole mal meinen Pfeffer raus. Ja, heute wird es mir wohl nicht warm werden beim Arbeiten. Und ja, weil es noch ein bisschen Schnee liegt. Ja. Dann habe ich mir eine freie Stelle ausgesucht hier. Ja, wo ich eigentlich mein Werkzeug hinlegen wollte, ist aber auch klatschnass, auch so aus dem Kofferraum gefilmt. Und jetzt zeige ich euch mal das gute Stück. Ja, ich kriege schon Zuschauer, die denken alle, ich habe eine Klatsche. Ja, wer weiß. So, dann zeige ich euch mal eben, und dann geht die Diashow los, wie gehabt. Und der sieht etwas anders aus als der vom Audi, aber nicht viel. Also hier hinten, das Ding, das sieht anders aus. Draufhalten und das Anschlussröhrchen für den Wischerwasser, fürs Wischerwasser. Und was auch scheiße war, dass eben hier der Noppen nicht gesichert war bei der Lieferung. Da ist normalerweise noch eine Kappe draufgeschraubt, dass hier die Düse nicht abbricht, und die hat schon ordentlich im Karton Löcher reingehauen im Deckel, und das sollte nicht so sein. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt bauen wir das da ein. Sehen wir wieder eine super Diashow. Und dann sehen wir uns nochmal zur Endansage, ob alles geklappt hat oder wenn noch was zu erwähnen ist. Dann sage ich mal bis dann. Bis gleich. Tschüss. Na, heute wird das wohl nichts mehr werden hier mit der Bastelei. Wo habe ich ihn da? Und zwar passt der Stecker nicht, dieser Welcher. Und jetzt ist mir auch klar, warum da die Kappe von dem, ja, die Schutzkappe da gefehlt hat. Ich zeige euch das nochmal, aber erst nochmal den Stecker eben. Ja, so sieht der aus. Ganz anders wie den, den ich bekommen habe. Können Sie Ihren Scheiß wieder zurückbekommen? Ich ärgere mich, dass ich heute nicht vorwärts gekommen bin. Ja, ziemlich ärgerlich. So, da ist das andere Teil. Also, es hat hier schon ganz andere Führung für das Wasserröhrchen, und das hat mich gleich schon stutzig gemacht. Und der Stecker auch nicht zum Arretieren hier oben drauf. Also, das Ding kann man mal knicken. Was steht da drauf? Hätte man auch lesen können. Da mache ich auch gleich noch ein schönes Foto von. 2017.08.2014. Was sind das für Dinge? Keine Ahnung, ob das das Datum ist. Naja, das werde ich mir jetzt mal zu Hause mal richtig unter die Lupe nehmen. Ja, was wäre noch zu sagen? Ja, die Klammern zum Losmachen. Hier die Fixpunkte habe ich euch noch mal fotografiert. Und die sind ja mal richtig mies, auch hier. Das heißt also, das sind für mich alles irgendwie so gewollte. Ich schwenke mal hier so langsam her. Gewollte Sollbruchstellen, sage ich mal dazu.
Und normaler Laie wird sich da schwer tun, das abzumachen, ohne dass was abreißt oder hier rausreißt. Wo bin ich? Ja, ich muss ein bisschen gucken. Also das konnte ich Gott sei Dank dran lassen hier hinten. Aber ich nehme mal an, das muss man auch vorher abmachen. Aber das hat mich jetzt nicht weiter gestört beim Aufmachen. Wahrscheinlich muss man das dann von der Motorausseite aus hier dann dran rumruckeln, sage ich mal, und rausziehen. Und ja, ich habe so nach und nach hier mit meinem selbstgebastelten Werkzeug gemacht. Hier kann man es nochmal sehen. Das geht eigentlich ganz gut. Wir sind nur zwei Klammern hängen geblieben. Gott sei Dank ist nichts kaputt gegangen von der Rückwand. Und naja, also alles wieder einpacken, warten, zurückschicken, warten, bis das richtige Teil kommt. Und dann geht es weiter mit den tollen Filmchen. Aber ich glaube, das Wichtigste habt ihr schon gesehen, wo die Klammer sitzen. Und ich mache vielleicht da noch ein paar Fotos von. Und dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.